Hey Freunde, was geht ab? Heute geht's weiter mit Lego Hidden Side und da schauen wir uns mal zusammen das Set mit der Nummer 70423 an, den Spezialbus Geisterschreck 3000. Das Set ist aus dem Jahr 2019, die Altersempfehlung von Lego ist 8 Jahre plus. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 59,99 und dafür bekommt man genau 689 Teile. Das Set gibt es aber schon im freien Verkauf, da bekommt man es deutlich günstiger. Ich packe euch wieder einen Link zu Amazon unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr über diesen Link einkauft, dann könnt ihr den Kanal noch kostenlos unterstützen. Vielen Dank auf jeden Fall an all die coolen Leute, die das schon gemacht haben. In dem Set haben wir dann diese Figuren. Und hier auf der Rückseite sieht man wieder die ganzen Funktionen, die das Set dann zu bieten hat. Die testen wir aber gleich gemeinsam am aufgebauten Modell. So, und auch heute gehen mal wieder wunderschöne Grüße an Puma, an Jan Alexander Knickrehm, Fabi Legends The Legend, Easy Cakes, Ötzi 2007, Saha 1, Supi Classy, Titus Jenning, Crunch EXX, Adidas K4, Glurok 123, Minato Namikaze, Super Sharpman und Emin 123.2. Also an euch alle ganz, ganz liebe Grüße von mir und jetzt viel Spaß bei dem Video. Gut, dann werfen wir mal zusammen einen Blick in die Box und schauen mal, was da alles drin ist. So, in der Box waren jetzt 5 nummerierte Tüten mit den Nummern 1 bis 5. Dann haben wir hier noch einen Stickerbogen mit einigen Stickern. Und natürlich noch die Anleitung, die sieht so aus und die hat insgesamt 132 Seiten. Und ich baue das jetzt mal kurz auf. Und wir hören uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. So, fertig. Hier haben wir jetzt das aufgebaute Set. Für den Aufbau habe ich so circa 2 Stunden gebraucht. Der Aufbau hat auch richtig Spaß gemacht und ich finde, das Ergebnis sieht schon ziemlich cool aus. Und wir schauen uns heute auch wieder als erstes kurz die Minifiguren an. Und auch in diesem Set sind wieder unsere beiden Helden dabei. Links haben wir einmal Jack Davids und rechts haben wir Parker L. Jackson. Beide Figuren sind auch wieder hier ausgerüstet mit ihren Smartphones und das sind auch hier wieder beides bedruckte Teile. Zudem haben sie auch wieder ihre Kopfbedeckungen auf, die wir schon kennen. Parker L. Jackson hier eben das Beanie mit ihren Haaren, die hier an der Seite zu Zöpfen rauskommen. Das ist komplett ein Teil, genauso wie bei Jack Davids hier rechts die Kapuze mit dem Baseball Cap. Das ist auch komplett ein Teil. Und hier sehen wir jetzt die Bedruckungen der beiden Figuren mal ein bisschen genauer. Jack hat wieder seine rote Collegejacke an, die habe ich ja schon öfter gesagt, finde ich ziemlich cool. Darunter noch ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose, also auf jeden Fall ein cooles Outfit. Aber auch Parker hat ein cooles Outfit an mit ihrer Jeansjacke und den ganzen Patches drauf. Darunter ihr schwarzes T-Shirt und die Kette mit dem P. Und sie trägt halt eine Jeans mit zerrissenen Knien, das sieht schon auch ziemlich cool aus, muss man sagen. Und von hinten sehen wir hier jetzt noch die Rückenbedruckungen, die ist bei Parker auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, die ist sehr viel aufwendiger als bei Jack. Also hier sieht man mehrere Details, auch wieder so ein paar Patches. Und zudem sieht man hier noch die zweiten Gesichter der Figuren. Hier habe ich mal kurz Jack und Parker noch mit einem anderen Outfit dazugeholt. Das sind so die Varianten, die man aus den verschiedenen Sets rausbekommt. Bei Jack sieht man eben, in einem Set hat er seine rote Collegejacke an, also in diesem Set. Und ihn gibt es dann eben noch mit einem weißen Hoodie. Die Kopfbedeckung bleibt gleich, genauso wie die Beinbedruckung. Das gleiche haben wir bei Parker, da ist auch die Kopfbedeckung und die Beinbedruckung gleich. Da unterscheidet sich dann auch bloß die Torsobedruckung. In diesem Set hat sie eben ihre Jeansjacke an und in anderen Sets sehen wir sie ohne Jacke, dafür mit einer Umhängetasche. Die nächste Minifigur im Set ist dann hier JB, die Wissenschaftlerin, und sie hat ein extrem cooles Gerät dabei, das zeige ich euch mal kurz ein bisschen genauer. Wir haben hier ein ziemlich cool zusammengebautes Gerät, hier hinten sehen wir einen rosa Griff, ich weiß nicht genau, ob dieses Teil neu ist, das kannte ich vorher noch nicht, und vorne sieht man noch ein lila Schaft, oder vielleicht kommt da auch schon das Gloom raus, das funkelt auch so ein bisschen, und hier auf der Seite sieht man noch eine Halterung für ihr Smartphone, also auf jeden Fall ein cooles Gerät, und das Smartphone ist natürlich auch wieder ein bedrucktes Teil. Und hier sehen wir JB mal ein bisschen genauer. Die Figur kennt man auch schon aus anderen Sets, aber ich muss sagen, die sieht auch extrem cool aus. Sie trägt eben ihren weißen Kittel, da ist auch einiges zu entdecken. Wir sehen zum Beispiel einen Stift, unten auf der Hose haben wir noch ihren Ausweis und rechts sieht man auch so eine grüne Verschmutzung, vielleicht ist es sogar Gloom. Und unter dem Kittel trägt sie noch ein rosa T-Shirt mit dem Kopf von Frankensteins Monster, zudem hat sie grüne Handschuhe an. Und auch das Haarteil ist ganz cool, die Brille und das Haar an sich, das ist auch wieder hier komplett ein Teil. Und so sieht die Figur dann von hinten aus, hier sieht man halt auch nochmal den Gürtel und ein Schraubenzieher und 2 kleine Ampullen.
Und auch die Figur, die hat zwei Gesichter, also einmal dieses hier vorne. Und ihr zweites Gesicht, das sieht dann so aus und das sieht einfach cool aus. Und die letzten beiden Minifiguren sind dann hier die beiden Bauarbeiter. Links der Mann hat einmal eine Schaufel in der Hand und die Frau hat einen Presslufthammer. Und die beiden Figuren sehen auch ziemlich cool aus, vor allem der Mann hier mit seinem Rauschebart, mit dem Vollbart. Das ist so ein separates Teil, das wurde zwischen Kopf und Torso gesteckt und von dem ist sogar noch ein zweites im Set enthalten, eben als Ersatz. Zudem trägt er einen weißen Helm und die Frau hat hier das Haarteil, das können wir uns auch mal kurz von allen Seiten anschauen. Und hier sehen wir beide Figuren mal komplett ohne Zubehör und wir sehen, dass der Mann unter seinem Vollbart noch einen anderen Bart auf dem Gesicht aufgedruckt hat. Zudem sieht man, dass beide auch Verschmutzungen im Gesicht haben, also die waren schon schwer am Schaffen. Und auch die Torso-Bedruckungen bei beiden sehen gut aus. Links vor allem das bei dem Mann gefällt mir richtig gut mit der aufgeknüpften Weste, mit der Warnweste. Darunter hat er ein ziemlich cooles T-Shirt mit so einem Krokodil. Das könnte vielleicht das Krokodil sein aus dem Set mit dem gekenterten Fischkutter. Die Beinbedruckungen sehen auch richtig gut aus, die sind aber bei beiden Figuren gleich. Und wenn wir uns die Figuren nochmal kurz von hinten anschauen, dann sieht man, dass die Frau noch ein zweites Gesicht hat. Hier ist sie sauber und der Mann hat kein zweites Gesicht, weil das würde man ja sehen. Zudem sieht man hier noch die Rückenbedruckungen, also bei der Frau. Sie hat noch ein bisschen Zubehör hier an ihrem Gürtel, wie zum Beispiel ein Funkgerät und Walkie-Talkie. Und der Mann, der hat schon seine Warnweste geflickt. Und das sind wieder die beiden Figuren in dem Set, die dann wieder von Geistern besessen werden. Die Frau ist jetzt hier ausgerüstet mit einer hellgrünen Spitzhacke, so einer mintgrünen. Das sieht ziemlich cool aus, also ein cooles Zubehörteil. Und der Mann, der hat hier so zwei Bohrerhände. Die bestehen aus drei Teilen und die sind baugleich. Der Bauarbeiter hat jetzt hier einen Geisterbart, ebenfalls in diesem Mintgrün, zudem einen Geisterkopf, das zeige ich euch mal kurz von allen Seiten. Und die Frau, die hat hier jetzt grüne Haare und ebenfalls einen Geisterkopf. Hier sehen wir die Gesichtsbedruckungen der beiden Figuren dann mal ein bisschen genauer. Die sehen schon extrem cool aus. Und von hinten werden wir sehen, dass beide Figuren auch noch Bedruckungen auf dem Hinterkopf haben. Und auch in diesem Set ist mal wieder Jacks Geisterhund Spencer mit dabei. Gut, das waren also mal die Minifiguren. Als nächstes haben wir hier ein bisschen Zubehör von der Baustelle. Da haben wir zwei Kegel, die sind baugleich, die bestehen dann jeweils aus zwei Teilen. Und hinten haben wir noch ein Warnschild, Achtung Baustelle, das ist ein Aufkleber. Und sowas hier darf natürlich auf keiner Baustelle fehlen, so ein Dixie-Klo. Das ist circa 7 cm hoch, 3 cm tief und 4 cm breit. Und von hier hinten sieht man schon eine kleine Funktion. Aber als erstes werfen wir da mal einen kurzen Blick rein. Die Tür kann man dann natürlich nach außen hin öffnen. Und da drin haben wir dann eben eine Kloschüssel und rechts daneben, das könnte das Toilettenpapier sein. Aber auch das Dixie-Klo kann von einem Geist besessen werden. Dafür haben wir hier oben zwei Augen. Die klappt man einfach so nach oben. Dann machen wir die Tür nochmal auf. Dann können wir nämlich hier, wenn wir von hier oben dieses Teil runterdrücken, dann kommen die Zähne zum Vorschein. Und so ist es natürlich schon ein bisschen gruselig, aber noch nicht so wirklich gefährlich, weil das Klo kann ja einfach bloß rumstehen und einen nicht verfolgen. Dafür gibt es aber auch noch eine Möglichkeit, dafür brauchen wir nochmal das Schild und die beiden Kegel. Jetzt können wir dem Dixie-Klo nämlich noch Beine verpassen. Wir drehen das einmal kurz um und dieses Schild hat hinten an der Hinterseite Noppen. Die können wir hier unten dann befestigen und diese Kegel nehmen wir dann als Beine, die stecken wir einfach hier drauf. Und jetzt ist das Dixie-Klo auf jeden Fall noch ein bisschen bedrohlicher, weil es einen jetzt eben verfolgen kann. Aber ihr habt ja vorhin schon im 360-Grad-Schwenk gesehen, dass es hier noch eine kleine Spielfunktion gibt, und zwar einen Scheibenshooter. Den sieht man hier hinten drin. Man drückt einfach hier hinten gegen die Scheibe und dann fliegt sie vorne raus. Und die Scheiben sind dann passend für ein Klo in Braun gehalten. Aber unsere Helden sind natürlich auch sehr, sehr gut ausgestattet mit dem Spezialbus Geisterschreck 3000. Das ist so ein cooler, umgebauter amerikanischer Schulbus und der ist mit den ganzen Aufbauten obendrauf circa 15 cm hoch, 10 cm breit und 29 cm lang. Und hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel zu entdecken und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an.
Und wir starten gleich mal hier vorne. Also auf Geisterjagd geht man ja meistens in der Nacht und da braucht man natürlich eine gute Beleuchtung. Die hat der Bus auf jeden Fall. Also hier rechts sehen wir zum Beispiel noch einen großen extra Scheinwerfer. Zudem sieht man unten das Nummernschild mit GG 4940 und Newberry High. Das ist ein Aufkleber. Genauso wie dieser Schoolbus-Aufkleber hier oben. Und da muss ich sagen, das ist ein extrem cooler Aufkleber, weil ihr seht ja, bei School ist das S und das H durchgestrichen. Das heißt, aus dem Schoolbus wird ganz schnell ein Coolbus. Also das ist ein extrem cooler Aufkleber. Der Spezialbus ist natürlich auch sehr, sehr gut bewaffnet. Wir sehen zum Beispiel hier vorne zwei Gloom-Shooter. Das sind Stud-Shooter und ja, man drückt einfach hier vorne drauf und dann fliegen vorne die Studs los. Dann sehen wir den Bus mal hier von der Seite und ihr seht schon, der hat so eine leichte Keilform, also der ist vorne tiefer als hinten. Das liegt daran, dass vorne einfach kleinere Reifen drauf sind als hinten. Und zudem gibt es hier auch noch einige coole Details zu entdecken, zum Beispiel hier das Seitenfenster wurde mit einem Gitter verkleidet, das ist ziemlich cool. Zudem sieht man hier noch eine Leiter, da kommt man dann aufs Dach und hier hat man noch einen kleinen, ja so eine Art Hebel, den kann man nach außen ziehen und dann passiert Folgendes. Hier klappt sich dann eine Kanone aus. Das sind aber keine Start-Shooter, also hier kann man nichts abfeuern. Hier sieht man jetzt auch nochmal die ganzen Fenster und von hinten die großen Auspuffrohre. Das sieht auch extrem cool aus. Zudem sieht man hier eben noch die Rückleuchten und von der Seite sieht man auch nochmal die ganzen Fenster. Und auf der Seite hat man dann die Türe. Die kann man dann nach außen hin öffnen und dann kann man eben in den Bus reingehen. Und auch auf der Seite gibt es dann eine ausklappbare Kanone. Die sieht aber anders aus als die auf der anderen Seite. Zudem hat man hier eben eine grüne Farbe, auf der anderen Seite war es eine rote Farbe. Das wird dann wahrscheinlich noch ein paar Funktionen bei der App freischalten. Dann gehen wir jetzt mal über die Leiter hoch aufs Dach. Hier gibt es auch noch einige Details zu entdecken. Zum Beispiel ja, diese Kanone hier, die kann man auch komplett um 360 Grad drehen. Und wenn man die Kanone vorne dreht, dann ändert sich hier die Farbe, also jetzt haben wir ja grün. Das kann man dann noch auf rot ändern und das wird dann wahrscheinlich auch bei der App wieder weitere Funktionen freischalten. Hier hinten haben wir dann noch eine Satellitenschüssel, die sieht auch ziemlich cool aus. Und hier verbirgt sich jetzt auch dieses Drehrad, das wir schon von der App kennen. Also wenn man an der Satellitenschüssel hier oben dreht, dann ändern sich unten die Farben. Einmal haben wir hier so rosa, blau und gelb. Die sind dann, wie gesagt, für die App erforderlich. Ein ausführliches Video zu der App habe ich ja schon gemacht. Das verlinke ich euch mal oben in der Infokarte und am Ende von diesem Video auf der Endkarte. Gut, dann werfen wir jetzt nochmal einen Blick in den Bus und wir starten hier vorne beim Cockpit. Das Dach vom Cockpit kann man ganz leicht abnehmen. Das wird hier bloß von ein paar Studs gehalten. Und hier drin sehen wir dann einen braunen Sitz, ein blaues Lenkrad und vorne noch das Armaturenbrett. Das ist ein Aufkleber. Wenn man jetzt einen Blick in den hinteren Teil des Busses werfen will, dann kann man das Dach nicht abnehmen, also ist nicht dafür vorgesehen. Natürlich kann man es abnehmen, ist ja Lego. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, um an die Kommandozentrale zu kommen. Wir können nämlich dieses komplette Teil hier hinten rausziehen und dann kann man sich das leichter anschauen und natürlich auch leichter damit spielen. So, und hier haben wir dann die Kommandozentrale. Die wird über diesen blauen Clip hier an dem Bus dann befestigt. Also das Gegenteil ist dann eben in dem Bus. Das hebt auch ganz gut. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel eine Dose und noch ein Bett. Da passt eine Minifigur auch problemlos rein. Ich habe hier mal den Jack reingelegt. Den muss man einfach hier unten mit den Füßen befestigen. Dann haben wir hier hinten einen weiteren Stuhl und ein Mikroskop und darunter einen grünen Legostein. Das könnte dann wahrscheinlich das Gloom sein. Und im Hintergrund sieht man dann noch einen Laptop. Den sehen wir hier mal ein bisschen genauer. Also das ist so ein Standard-Lego-Laptop, den wir auch schon aus anderen Sets kennen. Den kann man dann hier in der Mitte aufklappen. Und da drin sieht das Ganze dann so aus. Hier unten haben wir eben die Tastatur und oben haben wir noch einen Aufkleber mit zwei Geistern drauf. Und hier hinten haben wir dann noch einen weiteren Arbeitsplatz mit einem Stuhl und einem Computer mit einer bedruckten Tastatur, einer Maus rechts und zwei Monitoren. Und auf den Monitoren sind dann auch zwei Aufkleber. Also das ist auch wieder ein sehr, sehr cooles Hidden Side Set. Ich mag die Serie sowieso. Wir bekommen hier einen coolen, umgebauten amerikanischen Schulbus. Der sieht optisch toll aus und er bietet jede Menge Funktionen. Zudem bekommt man noch das Dixie-Klo, das umgebaut richtig cool aussieht. Ich finde die Idee, dass man einfach die Kegel unten als Beine benutzt, richtig genial. Die Minifiguren, die dabei sind, sehen auch wieder toll aus und sind schön bedruckt. Und preislich gibt es das Set ja schon im Angebot zwischen 40 und 45 Euro. Und ich finde, das ist ein ganz guter Preis für dieses Set.
Das ist aber natürlich alles nur meine Meinung. Ihr könnt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich kostenlos machen. Gut, und das war's dann mal soweit von mir. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.